Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, bei Andreas Trienbacher, Pörtrainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute wieder ein spannendes Thema, und zwar wie jedes Jahr geht es jetzt schon bei mir los. Viele meiner Kunden kommen zu mir und sagen mir: Lieber Andreas, jetzt kommt Weihnachten. Ich habe Panik vor Weihnachten. Ich werde sicherlich an Weihnachten fett werden, sinnlos fett werden. Was soll ich dazu sagen? Also ihr, mal zur Info, also nicht nur die Kunden bei mir, es ist allgemein so über die Panik vor Weihnachten. Ja, an Weihnachten werde ich sinnlos fett werden. Erstmal wird man an Weihnachten nicht sinnlos fett, weil das wird man die restlichen 360 Tage wird man fett, wenn man sich nicht richtig ernährt. Und an Weihnachten ist es tatsächlich so, dass man, gut, der ein oder andere 2 Kilo, 3 Kilo, es gibt Leute, die über Weihnachten 5 Kilo zunehmen. Das gibt es tatsächlich. Das liegt einfach daran, es wird wesentlich mehr gegessen, als man verbraucht, weil man eben einfach erstmal nicht arbeitet. Man ist eingeladen von einer Einladung zur anderen, von der Oma zur Uroma zur Mama. Überall wollen sie einen verwöhnen mit gutem, leckeren Essen, und das ist ja auch schön so. Dafür gibt es ja auch Weihnachten, dass man schlemmt, dass man genießt, weil Essen kann ja auch und sollte ja auch Genuss sein. Das ist ja auch gut, dafür sind ja auch Festtage vorhanden. Auch die Festtage sind da, um auch mal einen Schluck Alkohol zu trinken, auch mal ein Glas Wein zu trinken, dafür sind sie da. Und wenn ich das tue, gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, das Ganze zu kompensieren. Zum Beispiel, ich könnte jeden Tag, weil ich die Zeit habe, könnte ich jeden Tag mal rausgehen in die frische Luft und könnte mal eine Stunde laufen gehen. Ob das Walking ist oder das Joggen ist, ist ja egal. Aber durch die Stunde, je nach Stoffwechsel, je nach Durchschnittspuls, schaffe ich zwischen 350, 400 bis zu 800 Kalorien. Zum Beispiel. Ich könnte aber auch sagen, okay, es ist mir völlig wurscht. Es ist Weihnachten und Weihnachten ist Weihnachten. Und Weihnachten genieße ich. Und ich lebe damit, dass ich 2-3 Kilo zugenommen habe, vielleicht auch 4 Kilo. Und was mache ich danach? Ich gehe wieder her, strukturiere um, betreibe vermehrt Sport, ernähre mich wieder anders, strukturiere um. Oder ich gehe her, für Leute, die sich auskennen, sage, okay, dann reduziere ich eben mal eine Woche, 8 Tage, 10 Tage meine Energielieferantenzufuhr in Form von Kohlenhydraten. Ich lasse die Fettzufuhr etwas unten, lasse die ganzen Süßigkeiten weg. Und siehe da, man hat in der Regel, je nach Stoffwechselglück, nach 8 bis 10, nach 12 Tagen, 14 Tagen, sein ursprüngliches Gewicht wieder erreicht. Das ist auch eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist auch, wenn ich weiß, dass ich eben danach, wenn ich mich jetzt wieder an dieses Schlemmen gewöhnt habe, nicht mehr davon wegkomme, dann kann ich auch über Weihnachten tatsächlich mich sehr, sehr gesund ernähren. Das ist möglich. Ich kann auch über Weihnachten die Schokolade weglassen. Ich kann auch über Weihnachten, wenn ich möchte, wenn ich das nicht brauche, kann ich auch die Schokolade, den Wein weglassen. Muss ich nicht. Also es gibt ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, auf Weihnachten zu reagieren. Mir geht es jetzt bei diesem Video nur darum, euch ein bisschen die Panik zu nehmen. Man muss vor Weihnachten keine Panik haben. Es ist kein Beinbruch. Und vor allem, wie gesagt, wie am Anfang schon erwähnt, man wird nicht über Weihnachten fett, sondern wenn man Fett zugelegt hat, dann sind es vielleicht über Weihnachten nochmal 2-3 Kilo mehr. Aber der Rest kommt doch vom Ernährungsverhalten vom ganzen Jahr. Und da muss ich dran arbeiten. Nicht an Weihnachten meinen, ich muss jetzt an Weihnachten irgendwas reißen, sondern ich muss über das ganze Jahr dafür sorgen, dass ich mich so weit wie möglich artgerecht und gesund ernähre und bedarfsgerecht. Dann habe ich letztendlich auch mit diesen 2 oder 3 Kilo an Weihnachten definitiv kein Problem. So, das war es zum Thema: Ich werde an Weihnachten fett. Ihr werdet an Weihnachten nicht fett. Ihr müsst einfach nur ein paar Regeln einhalten und dann läuft das von ganz alleine. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein ganz, ganz schönes Weihnachtsfest. Genießt Weihnachten in der Familie, bei Freunden. Genießt es, wenn ihr Wein trinkt, genießt es. Wenn ihr was schlemmt, genießt es. Führt es mit gutem Gewissen zu. Und dann tut es euch gut. Das war's schon. Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, auch bekannt als Mr. T, immer mit dem Motto: Deine Fitness, deine gesunde Ernährung, meine Aufgabe.